Yo, herzlich willkommen zu einem Solo-Let's Play Time Trial bei Mario Kart 8 Deluxe. Es ist ein kleiner Test, wie das Ganze auf 60 FPS auf meinem Rechner geht. Ich habe noch nicht überall die Time Trials gegen die Geister geschafft. Deswegen mache ich da jetzt mal ein paar für euch und hoffe, es gefällt euch. Mein Kollege Johnny Hoops, oder auch Johannes, hat ja schon alle Time Trials geschafft. Hat auch den Gold Mario, wie ihr schon mal gesehen habt. Und da will ich natürlich nicht hinterherhängen, großartig. Erwartet jetzt kein Überpro. Time Trial, ich gebe einfach mein Bestes. Ich habe die damals auf der Wii schon alle geschafft. Und ja, auf der Switch war ich jetzt noch nicht so sehr aktiv, weil mir da ehrlicherweise A, die Zeit und B, die Motivation fehlt einfach, weil ich ja wie gesagt alles schon hatte. Und aber es ist einfach ein klasse Spiel, von daher ist nur eine Frage der Zeit. Man kann immer mal so ein bisschen Time Trial machen. Das fetzt schon. Weil es jetzt auch nicht so schwer. Eigentlich war es hier ein paar böse Kühe. Und jetzt habe ich hier was eingebüßt. Ich bin nämlich zu lange auf dem Rasen gewesen. Naja. Ich werde dann einfach in der letzten Runde nochmal einen Pilz auf diesem Rasenstück hier verwenden. Ich habe auf jeden Fall eine ziemlich schnelle Combo, die ich eigentlich so im Cup nie fahren würde. Aber für Time Trial taugt es natürlich. Darf nur nicht die scheiß Kühe berühren. Nicht, dass ich das gegen Kühe hätte. Ich finde, die schmecken super lecker. Und sehen auch lustig aus. Vor allem diese hier. So, das meine ich hier. Reicht das? Wird das reichen? Jawohl. Super geil. Also wie gesagt, ich werde nicht die übelsten Dinger vom Brett hauen. Einfach nur gegen die Geister gewinnen, das reicht mir schon. Ich lasse trotzdem mal hoch, vielleicht bin ich ja tatsächlich mal schneller als Johannes. So. Ich würde sagen, ich bleibe in diesem Cup. Und mach einfach weiter mit Mario's Piste vom GBA-Titel. In dem Cup sind ja alle Strecken nicht so besonders schwer, aber ein kleiner Fehler kann es manchmal schon gewesen sein. Hup, hup. Ich mag dieses Amiibo-Outfit irgendwie. Oh, das war irgendwie dumm. Ich wollte eigentlich springen. Oh, aber es hat komisch gedriftet. Und ich könnte jetzt die Kurve nicht so eng nehmen, um den Beschleunigungsschreiben zu erhaschen. Ich habe zwar einen deutlichen Vorsprung, das heißt aber noch gar nichts. Schließlich habe ich auch gerade zwei Pilze verbraten. So, jetzt aber. Hä? Was soll denn der Mist? Ich muss enger nehmen. Ah, nächste Runde schaffe ich. Ja, das Hyperbike ist natürlich mega schnell, aber man kann nicht besonders, oder ich kann nicht besonders eng driften damit. Egal. Geht doch. Jetzt aber. Das. Jawohl. So, und jetzt werde ich einfach hier ein bisschen drüber husten. Und schon habe ich eine ordentliche Zeit gefahren. 3 Sekunden besser.
New Record! Ja, ich habe ein gutes Gefühl. So. TTIP-Strand, habe ich eigentlich nicht so Bock drauf. Aber muss ja irgendwann, müssen wir alle gemacht werden. Voll geil, wie hier diese Palminos dabei sind. Bekannt aus Super Mario Sunshine. Ein hervorragendes Spiel, ich finde. Doch eines der Mario-Spiele, bei dem sich die Geister scheiden. Ich hatte mega viel Spaß, habe es auch mehrfach durchgespielt. Alle Insignien, alle blauen Münzen, einfach nur cool. Richtig geiles Spiel. Wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann mal Nintendo zu Rande mit der VC für die Switch. Oder aber die Nintendo Classics werden fortgeführt. Jetzt sind sie schon beim Super Nintendo. Vielleicht kommt ja noch N64 und auch GameCube. Das wäre natürlich auch ziemlich geil. Und da würde ich mir bei einem Mini GameCube auf jeden Fall Super Mario Sunshine wünschen. Hier fahre ich jetzt einfach mal drüber mit Pilz. Ich glaube, das ist ja auch am günstigsten. Krabi, Krabi, Krabi. Sieht eigentlich gar nicht aus wie Krabi. Krabi sieht viel cooler aus als diese dämlichen Super Mario Brothers Krabben. Ah! Coole Sache. Ich weiß gar nicht, ob es schlau ist, möglichst schnell wieder zu landen oder ob Fluggeschwindigkeit schneller ist. Ich habe keine Ahnung. Vom Gefühl würde ich sagen, Fliegen ist besser. Von der Logik sage ich, wenn ich ein schnelles Tempo habe als Motorrad, dann muss ich natürlich das auch irgendwie erfahren. Naja, wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Yo, yo, yo. Was war das denn für ein Quatsch? So, hier lade ich jetzt mal nicht hoch. Da bin ich jetzt auch schon beim N64. Toads Autobahn Level, das ich übelst geil finde. Ja, mal gucken, ob ich das auch auf Anhieb schaffe, wie bei den anderen dreien. Aber ich bin guter Dinge, weil die Strecke bin ich schon sehr oft gefahren. Macht einfach mega viel Spaß. Klassischer 8, wie man sieht. Ich war noch so schön driften. Drift, drift. So. Jetzt eigentlich, hier kann man nicht abkürzen mit dem Pilz, deswegen werde ich ihn einfach irgendwann, wenn es mir passt, mal verballern. Noch schön gerade in Linie. Ich gerade in der Kurve. Habe ich sogar die Münzen verpasst, ey. Hier zum Beispiel, Abmarsch! Oder hier. Hier würde ich sagen, ist es gut zu fliegen, um ein paar Hindernisse zu umgehen. Scheiß Taxi. Galaxy Tours. Im normalen Spielverlauf habe ich gar nicht so die Zeit oder die Möglichkeit darauf zu achten, was hier alles auf diesen Autos steht, aber es ist ja total witzig.
Toad ist immer noch hinten, aber nicht mehr lange. Jetzt kann ich über die Brücke fliegen, wenn das Timing stimmt. Und? Ja, sehr geil. Das finde ich übelst cool. Habe ich auch lange für gebraucht, um das rauszufinden, dass das geht. Oh fuck, oh fuck. Jetzt wird's aber enge, du. Jetzt nehme ich mal nicht die Rampe. Oh, diese scheiß Busse überall. Ah, ich schaffe es. Souverän! Buff! Ja. Das war's dazu, zu meiner Trial of Time Trial. Ich habe noch einige vor mir. Keine Ahnung, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr euch unterhalten fühltet, mache ich sehr gerne mal wieder was. Das war jetzt, wie gesagt, erstmal nur so ein bisschen ein Hardware-Test. Und ja, bleibt aufmerksam für unsere weiteren Inhalte auf dem Kanal der Neighborhoods. Viel Spaß und bis dahin. Ciao, ciao.